Was macht ihr im Container? Jetzt gerade Mittagessen. Und sonst haben wir die quasi in Deutschland ausgebaut, die Container, und haben die hierher gebracht, nach Portugal. Einfach so, zwei Schiffscontainer. Genau, auf zwei LKWs quasi geladen. Also Max hat den Ausbau komplett selber gemacht. Hi. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Project of Harmony. In dieser neuen Ausgabe geht es um drei super witzige, coole, abgefahrene Menschen, die von Deutschland nach Portugal gereist sind, um dort in Schiffscontainern zu leben. Und das ist die Tamara, der Max und die kleine Clara, eine kleine junge Familie, die diesen Schritt gewagt hat und alles selbst gemacht hat, interessieren sich auch sehr für Permakultur und haben heute wahrscheinlich schon viel mehr als das, was im Video gezeigt wurde, und versuchen dort auch als Familie einfach zu schauen, wie man das vielleicht leben kann. Ja, viel Spaß bei dem Video und viel Freude. Volle Kanne, alles selber. Schreiner? Nee, ja, also den Innenausbau, ja, den Korpus an sich hat mit einer Zimmerei zusammen haben wir den gemacht. Und die Container sind ja, wie sie sind. Und ja, bei uns haben schon viele Freunde geholfen. Die genau. Ganzen Stahlarbeiten hat ein befreundeter Schlosser gemacht. Die Fenster haben befreundete Schreiner gemacht und hier eingebaut. Zusammen alles. Ja, ja, also wir haben schon sehr, sehr, sehr viel Unterstützung gehabt. Gott sei Dank. Ja. Okay, das ganz am Anfang frage ich einfach mal, wie viel hat das Ganze im Endeffekt gekostet, wenn ihr viel Hilfe bekommen habt und so? Also eine Summe dazu kann man eigentlich gar nicht so genau sagen, weil da ist alles mit drin, was wir jetzt, ich kann es ja eigentlich gar nicht genau sagen, was wir insgesamt ausgegeben haben, aber die Materialien an sich, alles drum und dran, würde ich schon sagen, sind bestimmt an die 40.000 Euro Material. Ja. Und dann noch die Container, alles. Nee, die Container, das ist damit reingerechnet. Ach so. Ja, genau. Aber dann halt noch der Transport und ja, Transport. Sachen. Die Fenster haben natürlich auch Geld gekostet, richtig. Wir haben natürlich einen super Preis bekommen, aber ja. War es trotzdem viel. Es ist halt, wir haben halt immer viel Qualität gekauft. Die zwar zu einem guten Preis bekommen, aber es ist dennoch noch eine Stange Geld, um die Qualität herzubekommen. Mhm. Oh. Oh. Im Endeffekt, auf wie viel Quadratmetern lebt ihr dann hier? Wir müssen mal ausgerechnet mit abzüglich den ganzen Innenausbau, gell? Ja, also insgesamt sind es schon 48 Quadratmeter. Ja. Das ist die Grundfläche. Genau, die Grundfläche, aber wir haben natürlich ja Einbauschränke und solche Sachen drin. Ja. Nutzfläche. Kann ich gar nicht sagen. Nee, wahrscheinlich 40. Aber so ungefähr 48 Quadratmeter. Ja. Mit Schränken. Ja, das geht auch voll. Ja. Ja, sind so eben zwei 40-Fuß-Container. Ja. Genau. Also ich glaube, dass die Grundfläche, wenn du die ganzen Einbauten abziehst, sind es vielleicht maximal noch 30 Quadratmeter, aber in der normalen Wohnung, wenn da ein Schrank drin steht, das ist. Ja, stimmt, das zieht man ja auch nicht. Ja, ab. Genau. Ja, also, ist auch richtig. Ja. Nee, also der grundsätzliche sind es 2,5 Meter. Auf 12 Meter hat einen Container und wir haben halt quasi noch eine relativ dicke Wandstärke, weil wir diesen Vollholzeinbau hier haben. Deswegen ist von der Grundfläche wieder einiges weggekommen im Vergleich zur Wohnfläche dann, die am Ende dabei rauskommt. Aber ich würde sagen, so irgendwas zwischen 40 und 48 ist es am Ende. Wie kam die Idee? Weil ich habe gehört, das war nicht immer so geplant bei euch, dass ihr im Container leben werdet. Nee, auch nicht so geplant. Wir hatten eigentlich mal geplant, eine Wohnung zu bauen in Bayern, auf dem Grundstück von seinen Eltern, mit die sich so einen Werkstatt bauen wollen. Da wollten wir uns eine Wohnung, so ein Loft aufbauen damals. Und es wurde aber alles nicht genehmigt wegen den Behörden. Das war alles, haben wir uns eben aufgeregt über die deutsche Bürokratie manchmal. Und daraus ist dieser Gedanke entsprungen, hey, bauen wir doch irgendwas, das man einfach immer mitnehmen kann, wo man nicht so sesshaft werden muss, weil. Ja, und dann hast du ja Container. Das ist ganz geil. Also Max mag auch dieses Konzept oft von Stahl und Holz zusammen und deswegen war das irgendwie mit den Containern dann. Ja, wirkt auf jeden Fall ziemlich neuzeitig. Ja, genau. Es ist sehr modern alles. Ich kann ja gleich mal eine Führung geben. Willkommen in unseren Containern. Also hier sind wir gleich im Küchenbereich und im Essbereich. Genau, hier haben wir auch überall versteckter Stauraum. So. Dahinter findet sich auch gleich die Technik, da kommen wir an die Gasflasche, da wir mit Gas kochen. Aber der Rest funktioniert alles über Solar. Also Strom beziehen wir Solar von unseren eigenen Panels. Dann hier hinten ist die eigentliche Haustür, die wir nie benutzen.
und die Wäschekammer. Hier befindet sich Waschmaschine und Staubsauger, der auch Akku ist. Das wäre sogar ein Trockner, aber Trocknen lassen wir eigentlich nie laufen wegen Solarstrom. Ist ja schon viel, was ich bräuchte. Und hier hinter der Garderobe, allerdings ist es ein bisschen dunkel. Hinter der Garderobe befindet sich unsere Trockentoilette, also es ist eine Kompostiertoilette. Da trennen wir Urin und Kot voneinander und kompostieren das dann mit Sägespäne quasi. Genau. Und hier befindet sich auch noch ein Schuhregal, also alles ist irgendwie versteckt. Ja genau, wir haben auch Spülmaschine sogar, also wir sind recht high-end aufgerichtet. Also Spülmaschine, allerdings lassen wir die nur laufen, also zur Mittagssonne. Und wir haben auch einen Gefrierschrank sogar, der läuft permanent. Also wir haben permanent Gefrierschrank und Kühlschrank. Achtung, Körner, das sieht man jetzt nicht. Mach mal zu. Genau, das läuft permanent mit Solar. Boah, ich muss ja immer abfüllen, so sieht echt gut aus. Gut gefüllt. Jawohl. Ja, ausgerüstet mit Essen. So, hier im Gang haben wir lauter große Schränke, das sind nur Kleiderschränke, alles Stauraum. Unter dem Podest ist auch alles Stauraum, da wäre sonst nichts haben. Ach, zieh mal raus, wie geht das? Warte, ich kann es öffnen. Das ist die Toilette schieben und dann kommt man quasi so ran. Und darunter ist dann Stauraum. Verrückt, das ist ja witzig. Genau, das ist quasi alles unter der Irde. Festreden, Carla. Da ist jetzt gerade Carlas Spielzimmer drinnen. Immer mit einer schönen Aussicht. Diese Tür ist quasi auch Schrank eigentlich, also Stauraum. Alles mit Gummibändern gesichert für den Transport. Und dass es nicht rausfällt, weil das ja nicht so tief ist. Das ist mit Tipper. Und dann kannst du es verschieben. Und hier hinter befindet sich dann das Badezimmer. Luxuscontainer, würde ich sagen, weil der kam quasi nur dazu, als wir erfahren haben, dass ich schwanger bin. Und gesagt, gut, da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz. Und das ist dann unser Wohnzimmer. Da ist auch Stauraum drunter unter dem Podest. Und eben Carlas. Aber irgendwann kriegt sie das Zimmer, weil das größer ist. Und es geht dann noch so eine Schiebetür rein. Wir haben hier WLAN. In den Container nämlich. Und sonst sind ja Container komplett abgeschottet, also hast du auch keinen Empfang drin. Komplett von Strahlung abgeschottet. Und Internet macht da nichts. Nee, Internet haben wir extra verlegen müssen. Also wir haben quasi Internet oben drauf auf den Containern ist der Router und dann mussten wir es aber verteilen direkt in den Container, dass es da Anschluss hat. Also es war sehr kompliziert. Sehr, sehr kompliziert. Also ich bin jetzt hier mit der Tamara. Hallo, freut mich, dass du hier bist. Ja, super schön. Das ist euer zweiter Container. Mhm. Das ist so der Living Room Container und der andere ist so mehr Küche und Toilette und... Genau, mit allen sanitären Anlagen. Also der Hauptcontainer ist der andere quasi. Hier ist unser Aufenthaltsort und Schlafbereich quasi. Mhm. Voll cool, dass ihr hier einfach mal in zwei Schiffscontainern wohnt. Wie viele Quadratmeter ungefähr habt ihr? Also so ungefähr 48 Quadratmeter wäre jetzt reine Fläche ohne die Innenausbauten quasi. Mhm. Mit Baby. Genau, der Carla. Jo. Also du hast mir ja schon erzählt, dass eigentlich das Leben im Container war nicht geplant, Baby war nicht geplant, aber Portugal, also Ausland, im Ausland leben war schon geplant. Genau, also das wollten wir schon eigentlich, dass wir nochmal ins Ausland gehen. Es war wahrscheinlich nicht so schnell geplant und
dann kam es alles so Step by Step und irgendwie viel schneller, als wir dachten. Aber wir dachten, jetzt, wenn sie noch so klein ist, unsere Tochter, dann müssen wir es jetzt machen. Also deswegen kam es dann relativ schnell. Mhm. Genau, und dann die Selbstständigkeit von Max hat sich halt dadurch ergeben, dass er gesagt hat, okay, komm, wir probieren jetzt so ein Konzept aus. Wir bauen Container aus und testen die, ob das funktioniert alles. Und dann, dass er da selbstständig werden kann. Und jetzt haben wir die Container in Deutschland getestet für 3 Monate bei minus 18 Grad. Das war richtig übel, außer funktioniert. Und das ist die Hauptsache. Dann ja, genau. Ja, einmal ist nur unsere Wasserleitung eingefroren, aber weil wir die da noch nicht gedämmt hatten. Oh, okay. Ja, und dann haben wir sie hier runtergebracht. Und jetzt haben wir sie im Sommer bei über 40 Grad getestet. Und es hat auch funktioniert. Also ganz positiv gestimmt, bisher funktioniert alles. Ja, voll cool. Also du hast mir gesagt, dass es 10 cm Holz sozusagen sind, genau. Und ihr habt das nicht gedämmt. Genau. Dafür finde ich das schon ordentlich. Bring's einfach her, Carla, nicht quietschen. Ja, genau, wir haben quasi nur 10 cm Vollholz, das sind auch ganze Platten und dann ist nur Luft dazwischen und dann kommen die Container und die Luft zirkuliert permanent durch Ventilatoren, wie das antreibt. Ja, die Max und Tamara, sorry, die bieten das halt auch an, dass wenn man selber in einem Schiffscontainer leben möchte, würden die euch das Konzept zur Verfügung stellen. Hier unter dem Video findet ihr auch den Link, falls ihr interessiert seid, könnt ihr auf jeden Fall Kontakt herstellen. Sehr gerne. So, sorry. Kein Problem, so, es läuft weiter. Also, du bist ja eigentlich zahnmedizinische Fachangestellte, ja, das war mein erster Lehrberuf. Aber ich habe dann auch noch eine Ausbildung zur Kinderpflegerin gemacht und das habe ich eigentlich auch die letzten Jahre vor der Schwangerschaft quasi gemacht. Und Max ist Schreiner und Eventmanager quasi, hat er beide Ausbildungen auch gemacht. Ja, und jetzt im Endeffekt macht er 3D-Zeichnungen für Firmen. Genau, quasi so Innendesign. Genau, ich habe dann noch so eine Frage. Mhm. In Portugal hier zu wohnen ist ja super schön, abgesehen von den löchrigen Straßen und so. ich meine, das ist ja alles hier nicht legal. Die meisten Leute, die hier, wo wir jetzt vor Ort sind, leben ja hier eigentlich einfach so und es ist nicht möglich, das alles so legal zu machen im Moment. Wie fühlt sich das an und wie plant ihr damit? Es ist so, also wir pachten dieses Grundstück und der Holger, der darf quasi hier auf diesem Grundstück wohnen. Also es ist auch sein. Also Holger ist derjenige, der das hier vermietet. Genau, der Vermieter. Es ist sein Grundstück und er hat quasi so ein bisschen Wohnrecht hier. Und deswegen ist es quasi für uns jetzt auch noch nicht allzu dramatisch. Oh, kann da nichts drücken, gell? Warte. Das ist schon gut. Gefällt dir? Das später mitspielen. Ja, genau. Also weil er schon so eine Erlaubnis hat, hier drauf zu leben, ist es für uns jetzt auch nicht, dass wir hier komplett illegal sind. Das ist ja nicht. Und wir pachten dieses Grundstück ja auch. Und wir versuchen halt jetzt irgendwie der portugiesischen Regierung oder hier in der Algarve das halt auch irgendwie schmackhaft zu machen, ein ökologisches Leben aufzubauen, auch in Naturschutzgebieten, weil wir halt nur ökologisch abbaubare Mittel benutzen, unser eigenes Solarstrom haben und Wasseranschluss und kein Betonfundament oder sonst was gießen. Also wir würden quasi Container wegnehmen und man würde nicht sehen, dass wir hier waren. Also wir hinterlassen keine negative Abdrücke. Im ganzen Gegenteil, wir versuchen sogar die ganze Natur hier ein bisschen wieder zu bewirtschaften. Also wir fangen jetzt an mit Permakultur hier zu starten und pflanzen Obstbäume und Gemüse und solche Sachen. Also wir versuchen das halt mit der Kamera, das ist die Gemeinde hier, irgendwie einen Kompromiss zu finden, weil sie müssen auch irgendwas machen, es kommen immer mehr Leute und irgendwas muss gemacht werden. Ja, also man muss schon aktiv sein, was verändern wollen, weil ganz ohne das ist es halt auch irgendwie, glaube ich, schwierig für das reine Gefühl, hier zu sein und so, ne? Ja, definitiv. Ja.
das war doch ein cooles Interview, oder? Also, ich würde jetzt auch irgendwie gerne mal in so einem Container wohnen, obwohl ich meinen Anton hier eigentlich auch ganz schön toll finde und ziemlich zufrieden bin mit ihm. Ja, falls euch das Ganze gefallen hat und falls du jetzt auch auf den Geschmack gekommen bist, guck doch einfach mal unten drunter, dort steht Max' Seite und den kannst du auf jeden Fall kontaktieren. Gib uns doch gerne einen Daumen hoch und abonniere uns, den Kanal hier, falls du noch mehr von den Friedella Project of Harmony Interviews sehen möchtest. Denn es werden immer wieder welche kommen und ich bin schon ganz gespannt, welches das nächste wird. Bis bald und habt einen schönen Tag.